Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Reise. Wir machen einen Stopp in Greve, fahren anschließend nach San Gimignano zum Eisessen, übernachten in Siena, um danach unseren Weg an die Westküste fortzusetzen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir starten. Wir sind jetzt hier in Florenz fertig. Fahrzeug ist einsatzbereit für die nächste Tour. So, und wir sind jetzt hier in Greve gelandet, im Chianti-Gebiet. Wir sind jetzt gerade mal reingelaufen zum Hauptplatz, zum Matti-Otti-Platz heißt der. Wird alles anders ausgesprochen, ich habe das schon festgestellt. Die Italiener haben dann erstmal gestutzt, wenn ich anfange, Italienisch zu sprechen. Also lasse ich das womöglich sowieso ganz sein, außer Buongiorno und Grazie und Molto Bene. Das reicht dann vollkommen aus. So. Dort war heute Markt, aber auch nichts anderes als das, was in Florenz auch angeboten wird. Und dann sind wir letztendlich zu Coop gegangen, haben uns dort die Erdbeeren gekauft. So, jetzt sind wir hier wieder zurück und jetzt geht es gleich wieder weiter. Und zwar zum Eisessen. In 500 Metern links abbiegen in die Straße via Gentile. Thank you.
Und nun herzlich willkommen aus San Gimignano. Da geht's jetzt rüber zu den vielen Türmen und dort gibt es den Weltmeister im Gelato machen, im Eis machen. Und dort werden wir uns jetzt anstellen in die lange Schlange. So nehme ich an, wird das der Fall sein. Und dann werden wir ein Eis verspeisen. Das soll wohl das Beste in Italien sein. Hier beim Italiener an diesem Eisladen, die wird und wird nicht kürzer. Wir waren jetzt da oben 1 Stunde 15 Minuten, aber das kam uns viel länger vor. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Und meine Tochter immer schon sagt, ne, und du bleibst ja sowieso immer alle 2 Minuten stehen, um irgendwas zu filmen und zu fotografieren. Und an der Eisschlange, ne, wir hatten im Grunde noch die kürzeste Schlange erwischt. Es hätte viel schlimmer kommen können. Danach haben sie mich richtig angestanden. So, jetzt geht es wieder zurück zum Wohnmobil. Und dann fahren wir in Richtung Siena und werden uns dort einen Campingplatz suchen. Also, auf geht's!
Und das war's dann für heute Abend. Wir sehen uns morgen wieder und ciao. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Siena. Wir haben jetzt Siena nur als Durchgangsstation genommen. Ihr hört, so richtig geht meine Erkältung nicht weg. Ich will jetzt weiterfahren. Es geht heute nicht nach Siena rein, sondern es geht jetzt weiter in die Mar Emma in Richtung Wasser, in Richtung an die Westküste. Hier fehlt das Wasser jetzt ein bisschen. Auf geht's in die Mar Emma. Hier darf man nicht reinfahren? Nein, die sagt, hier darf man nicht reinfahren, aber da vorne steht, man darf nicht reinfahren. Hier ist richtig, hier darf man reinfahren. Also hier ist man vollkommen auf Sommer eingestellt. Das heißt, morgen früh wird dann hier schön unter freiem Himmel geduscht. Auch nicht schlecht. Klodeckel sind auch nicht so wichtig. Deshalb, bei mir sieht es zu Hause genauso aus. Nein, natürlich nicht. So, wir sind jetzt hier gelandet in Montaldo di Castro. Camping Pionier Etrusco. 24 Euro für die Nacht. Und gar nicht so schlecht, weil bis zum Strand soll es nur ein Katzensprung sein. Duschen gibt es hier auch, morgen früh unter freiem Himmel. Und es ist alles klein und fein, aber alles vorhanden. So, und jetzt geht's ab zum Strand.
ist das ein toller Strand. Zumindest das Wasser ist toll. Aber der Strand, der sieht ja echt verboten aus. Ganz hinten habe ich gesehen, da ist wohl ein LKW langgefahren und der sammelt den ganzen Schied schon ein. Weil wer legt sich denn hier an den Strand zum Sonnen? Also das kann ich mir kaum vorstellen. Aber ansonsten, die Wellen, fantastisch. Das, was jetzt hier alles noch liegt, ist Bambus. Die großen Sachen sind da hinten von den Traktoren schon eingesammelt worden. Der Bambus bleibt liegen. Jetzt in die Pizzerien und jetzt haben die alle gerade geschlossen. Die haben alle dicht gemacht jetzt gerade. Die waren nur um die Mittagszeit offen. Jetzt googelt sie noch, ob noch irgendwas hier in der Nähe ist, aber ich glaube, heute gibt es kleine Würstchen. So, wir werden uns jetzt vom Acker machen hier. Ich nehme an, das sieht hier nach Gewitter und Regenguss aus. Ich glaube, sind wir jetzt hier am falschen Platz. Also es geht wieder zurück zum Ausgang des Strandes und dann ab zum Wohnmobil. So, und das Unwetter, was ihr gerade gesehen habt, was jetzt auf uns zukommen soll. Es gibt eine Unwetterwarnung hier für diesen Bereich. Bis 22 Uhr Starkregen und Gewitter und hast du nicht gesehen. Bisher ist kein Tropfen runtergekommen. Wir haben es jetzt 19:07 Uhr. Noch kein Tropfen runtergekommen, aber statt Restaurant, wir sind ja geflüchtet, gibt es jetzt Würstchen mit Ei und das Baguette von gestern. Das muss ja auch noch weg. So, und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, wir fahren dorthin. Im Nachspann werdet ihr das sehen, was euch nächste Woche erwarten wird. Also, bis dahin bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Euer Marcel.
Ciao. Tja, wo sind wir denn jetzt hier?